Deutschland verneigt sich mit der Großstadt-Revierhymne vor Jan Fedder. Heute findet der Schauspieler seine letzte Ruhe. Tausende Menschen sind dazu an den Michel nach Hamburg gekommen. Und dazu herzlich willkommen zu Bild Live. Ja, am 30. Dezember verstarb Jan Fedder überraschend in seiner Wohnung in Hamburg. Heute verabschieden sich Familie, Freunde und Kollegen und auch Fans von Jan Fedder bei einer großen Trauerfeier. Ja, in der Fernsehserie Großstadtrevier spielte Fedder fast 30 Jahre lang den schroff sympathischen Polizisten Dirk Matthies. Heute wäre der Hamburger 65 Jahre alt geworden, also die Trauerfeier ist ganz bewusst auf den heutigen Tag gelegt. 14 Uhr beginnt der Gottesdienst im Michel und es war auch ein Wunsch von Jan Fedder, das genau an diesem Ort zu machen. Es ist ein wichtiger Ort für ihn. Hier wurde er getauft, konfirmiert, hier hat er im Kirchenchor gesungen und hier hat er 2000 auch seine Frau Marion geheiratet. Ja, und genau an diesem Ort, wo so viel angefangen hat, da findet heute alles auch sein Ende. Vor Ort am Michel ist meine Kollegin Janina Kirsch. Janina, das Wetter passt ja zu diesem emotionalen Tag heute. Wie groß sind die Emotionen vor Ort und wie viele Leute sind gekommen? Ja, hallo Juliane. Du hast recht, es ist ein grauer Tag in Hamburg. Der Himmel in Norddeutschland weint und die Stadt trauert um eine ganz, ganz große Legende, um Jan Fedder. Mit mir an meiner Seite heute hier ein Hamburger Urgestein, und zwar Musiker und Moderator Lotto King Karl. Lotto, ich freue mich, dass du heute bei mir bist und dass wir zusammen diesen Tag erleben dürfen, weil der ja für Hamburg wirklich einfach sehr, sehr besonders ist. Seit heute Morgen stehen sehr viele Menschen hier vor Ort. 2000 werden in dieser Kirche, die ja ein Wahrzeichen Hamburgs ist, erwartet. Wie erlebst du diesen Tag bisher? Ja, es ist sehr ungewöhnlich, ne? Das ist, hat schon was von einem Staatsbegräbnis so. Also sehr feierliche Situation hier. Das Wetter ist natürlich grauenvoll, aber eine Menge Leute kommen. Es wird immer voller. Und ich habe auch heute Morgen schon Schiffe hupen gehört und Autos haben ja auch schon gehupt und so. Und ist eine ganz große Trauerfeier für einen ganz großen Hamburger. Tatsächlich hat es ja seit der Trauerfeier von Helmut Schmidt nicht mehr so einen großen Akt in Hamburg gegeben. Deswegen ist es wirklich was ganz, ganz Besonderes. Als wir heute Morgen hier angekommen sind, standen schon die ersten Fans vor der Tür mit Blumen, haben uns angesprochen, haben gesagt, wie traurig sie sind, dass diese Legende von ihnen gegangen ist. Und ich glaube, da können wir auch alle zustimmen. Um 14 Uhr soll es losgehen. Wir haben eben schon Tim Melzer gesehen zum Beispiel, richtig? Mit dem hast du ja auch kurz gesprochen. Mit Sascha auch, ja, die sind jetzt angekommen. Wir haben H.P. Baxter gesehen, Ben Becker und ja, langsam tröpfelt das hier so ein. Carlo von Tiedemann haben wir schon gesehen. Genau, einige haben sich vorher noch ein bisschen aufgewärmt, weil das Wetter hier wirklich sehr, sehr stürmisch ist. Um 14 Uhr soll es losgehen. Wir übertragen natürlich auch live. Marion Fedder, die Ehefrau von Jan. Sie wird heute hier sprechen. Das ist zumindest unsere Information. Sie wird ihre letzten Worte an Jan finden. Auch NDR-Intendant Lutz Marmor soll sprechen. Ich bin gespannt, was noch so passiert. Truckstop zum Beispiel sollen auch da sein. Hast du noch jemanden hier entdeckt? Ja, ich gucke so ein bisschen. Wir sind natürlich hier mit dem Rücken zu den Leuten, deswegen können wir nicht ganz so viel sehen. Aber ein bisschen fällt natürlich was auf. Es wird natürlich sehr, für Marion sehr schwer sein, heute zu reden. Es ist natürlich immer ganz schwierig in so einer Situation auch dann was zu sagen. Das sei eine ganz große Liebe oder ist eine ganz große Liebe zwischen Marion und Jan. Das ist halt eine Trauerfeier wie nicht jede andere. Und deswegen kann man einfach nur abwarten, was passiert. Mhm. Eine besondere Verbindung hatte Jan Fedder auch zu der Hamburger Polizei. Er ist Ehrenkommissar und ich weiß, dass meine Kollegin Sina Kedenburg auf St. Pauli ist, in der Davidwache. Und da würden wir gerne hinschalten. Ganz genau, ich stehe gerade vor der Davidwache auf St. Pauli. Es war die Heimat von Jan Fedder. Der Kiez war seine Hut, könnte man fast sagen. Hier war er zu Hause, hier ist er aufgewachsen und am Ende auch gestorben.
Wenn man hier durch die Straßen geht, beherrscht das Thema Jan Fedder heute wirklich den Tag und nicht nur heute, auch schon seit seinem Tod. Ich spreche jetzt mit Polizeisprecherin Evi Theodoridou. Sie ist hier mit mir. Die Polizei hat sich mit einem ganz besonderen Funkspruch von Jan Fedder verabschiedet. Ein Funkspruch, den sie niedergeschrieben haben in einer Traueranzeige, der lautet: Peter 14.2 geht in Status 6, alle Michel Ende. Der Laie versteht das auf den ersten Blick nicht. Was hat das zu bedeuten? Ja, der Peter 14.2 ist der Streifenwagen, mit dem Jan Fedder in der Rolle als Dirk Matthies im Großstadtrevier Ganoven gejagt hat. Das ist der Streifenwagen, den er genutzt hat. Der Status 6 bedeutet, man verabschiedet sich vom Michelsprecher, man macht Feierabend, man ist nicht mehr einsatzbereit. Und ganz grob oder ganz allgemein kann man sagen, das ist der Funkspruch eines Kollegen, der sich in den Feierabend verabschiedet. Wie groß war die Beziehung der Hamburger Polizei zu Jan Fedder? Ja, Jan Fedder ist sehr eng mit der Polizei Hamburg verbunden. Seit Anfang der 90er Jahre hat er ja in seiner Rolle den Schutzmann, den Hamburger Schutzmann wie kein anderer geprägt. Deswegen haben wir ihn auch im Jahr 2000 zu unserem Ehrenkommissar ernannt und damit diese tiefe Verbundenheit noch einmal besiegelt. Tief verbunden, wie eben schon erzählt, auch die Hamburger. Sie standen Schlange, 3000 haben sie schon ins Kondolenzbuch eingetragen. Es ist immer noch sehr emotional. Drin ist die Schlange noch. 8 Kondolenzbücher wurden schon gefüllt. Damit zurück zu dir, Juliane. Ja, vielen Dank, Sina, für diese wirklich sehr emotionalen Eindrücke aus Hamburg, aus dem Kiez von Jan Fedder. Heute ist wirklich die ganze Stadt in Trauer, muss man sagen. Das ist ein Ausnahmezustand, der wirklich sehr emotional ist. Bei mir im Studio ist jetzt Sven Kuschel aus der Bildunterhaltung. Sven, was ist denn das Besondere an Jan Fedder, diese große Anteilnahme, dieses Urgestein, dieses TV-Gesicht, was hat ihn ausgemacht und was hat ihn so besonders gemacht? Ich glaube, besonders hat ihn gemacht, dass er ja eigentlich ein typischer Norddeutscher ist, der sich aber in das Herz von ganz TV und Film Deutschland gespielt hat. Er hat auch nie einen Hehl rausgemacht, dass er eigentlich Volksschauspieler ist. Er hat auch immer gesagt, ich suche seit 20 Jahren meinen Nachfolger als Volksschauspieler, was ihm aber nicht gelungen ist, das hat er auch oft gesagt. Und er hat eine Bedeutung für den Norden, wie jetzt Milovic für Köln zum Beispiel. Er hat es aber geschafft durch seine, du hast es in der Einführung auch schon gesagt, durch seine schnodderig-schoflige Art oder schroffe Art, sich so ins Herz der Menschen reinzuspielen. Und die haben ihn lieb gewonnen und die haben ihm auch die Eskapaden verziehen, die er dann gerade so in den mittleren Jahren seiner Karriere auch ein bisschen überhand genommen haben. Freunde über ihn. Oh, was sehen wir? Den ja, Michel, es passiert was. Ja, vielen Dank. Aber wir sehen hier auch gerade noch die Live-Bilder zu der Trauerfeier, die jetzt gerade stattfindet. Da wollte ich dich noch mal kurz fragen. Dieser Hamburger Michel ist ja ein sehr, sehr besonderer Ort für Jan Fedder. Kannst du uns einmal erklären, was wir hier gerade auf den Bildern sehen und was dieser Ort für eine Bedeutung für den Schauspieler gehabt hat? Ja, ich bin jetzt kein Hamburger direkt, weil alle unsere Hamburger Kollegen, die sich super mit Michel auskennen, die sind da. Es ist natürlich das Wahrzeichen, also das kirchliche Wahrzeichen auch der Stadt. Und Janina hat es in der Einführung auch schon gesagt, dass diese Kirche ja einfach eine unfassbare Bedeutung für Jan Fedder gehabt hat oder gehabt haben muss, auch wenn er mal vor einigen Jahren gesagt hat, er ist selber aus der Kirche ausgetreten. Er war trotzdem ein gläubiger Mensch und er hat auch in einem Interview mit uns mal gesagt, dass er jeden Tag betet. Und der Michel, also eine größere Verbindung kann man eigentlich gar nicht hinkriegen, als da getauft zu werden, da im Chor zu singen. Der kannte da jede Ecke, der kannte da jeden Stein, der weiß, wie es da gerochen hat. Und ich glaube, es war also ein großer Wunsch dass die Trauerfeier dort stattfindet. Und dementsprechend natürlich jetzt viele Freunde. Wir sehen gerade Mike Krüger kommt an, Heinz Hönig haben wir gerade schon gesehen, Jörg Pilawa sitzt in der Kirche. Es ist eine unfassbar große Dichte von Prominenz da. Neben den Intendanten Lutz Marmor und Programmdirektor Volker Herres sprechen halt auch sehr, sehr große Namen der deutschen Fernsehbranche da. Olivia Jones haben wir vorhin auch gesehen, ja, ne, am Sarg, sie hat unterschrieben. Ja. Also wahrscheinlich sah es aus. Ein bisschen Farbe in die Kirche, ja, ist ja auch ganz schön. Also, ne? Und ist vermutlich auch der größte Gast mit 14 cm High Heels. Die beiden waren auch befreundet. Die waren auch Kumpels, alleine durch die Nähe auf St. Pauli. Und ich glaube, es ist niemand da, den sich Jan nicht auch gewünscht hätte zu der Trauerfeier.
Jan Fedder ist ja oder hat sich ja 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgenommen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er so viel voraus geplant hat. Also vieles, was heute passiert, wie es passiert, wie der Abschied stattfindet, war ja wirklich von ihm ein Wunsch, ein letzter Wunsch. Und er hatte da ziemlich genaue Vorstellungen, wie sein Abschied aussieht. Welche sind das und welche werden wir heute noch im Laufe des Tages sehen? Ich glaube, wir werden, oder zumindest die Trauergäste werden eine Musik hören, die sich Jan gewünscht hat. Er ist großer Rockfan von Uriah Heep gewesen und hat sich, soweit wir wissen, den Song Child in Time gewünscht. Das ist eine ellenlange, ich glaube 10 Minuten lange Rockballade. Also die wird es mit Sicherheit zu hören geben. Truckstop sind da und werden die Großstadthymne singen. Wie gesagt, seine Frau Marion wird sprechen, was Lotto King Karl gerade auch schon gesagt hat. Und man muss davon ausgehen, dass Jan sich diese Feier so gewünscht hat, auch mit den Blumen, die da zu sehen sind. Also es sollten rote Blumen auf dem Sarg werden, dass das schon relativ gut durchgeplant war von ihm. Und er war immer einer, der in der Öffentlichkeit gesagt hat, was er gedacht hat. Und genauso, wenn man ruhig bei einem Bierchen mit ihm zusammengesessen hat. Er hat da nie ein Blatt vor den Mund genommen. Von ihm ist ja auch der Spruch, ich habe gesoffen wie eine Sau, als er darauf angesprochen worden ist. Hier ist ja auch der Spruch zu sehen, Fedder geht's nicht. Ja, Fedder geht's nicht. Ja, Digga, Fedder, das ist ja so der Slang da. Ne? Ich versuche mich jetzt nicht in Hamburgerisch, aber das ist, glaube ich, der Titel einer Platte, die er auch mit seiner, er hat ja auch Musik gemacht mit seiner Band, ich glaube Big Balls hießen die. Und ich glaube, das ist ein Titel seiner Platte und ich glaube, das ist sogar ein Plattencover, ja. Wie emotional geht es dir damit? Ich meine, du hast schon einige Todesfälle von berühmten, prominenten redaktionell begleitet. Viele Menschen, mit denen man auch zusammengearbeitet hat auf journalistischer Ebene. Man baut ja trotzdem eine Beziehung auf und Sympathie ist Sympathie. Wie geht es dir damit? Grundsätzlich mag ich Prominente sehr gerne, die eben sehr offen und sehr, sehr ehrlich sind und die auch mal sagen, wenn ihnen was stinkt. Und Jan Fedder war so einer, der auch am Telefon mal rumgeblökt hat oder wenn er keine Lust hatte, angerufen zu werden, hat er auch gesagt, halt die Schnauze. So. Und dann, das habe ich ihm zum Beispiel nie übel genommen, weil er einfach, du hast gewusst, er meint es auch nicht böse. Du konntest auch 2 Tage später wieder mit ihm quatschen und dann war er ganz offen und hat dir Anekdoten erzählt, wie die gefeiert haben bei den Bootdreharbeiten oder dass er gerade erst ins Bett gegangen ist, da hast du ihn aber um 13 oder 13.30 Uhr angerufen. Und damit meint er nicht den Mittagsschlaf, sondern noch den Schlaf vom Vorabend. Und das konnte man an ihm schätzen. Also er war ein ehrlicher Haut und davon gibt es gar nicht mehr so viel in der ganzen Szene. Umso wichtiger, dass man heute gemeinsam Abschied nimmt und nochmal geschlossen Erinnerungen aufleben lässt und ja, dieser Größe einen würdigen Abschied gebührt. Sie, liebe Zuschauer, haben auch die Möglichkeit, Ihre Gedanken und Erinnerungen an Jan Fedder per Videobotschaft an uns zu schicken. Wir blenden Ihnen dazu unten eine Handynummer ein, wo Sie uns per WhatsApp erreichen können, Videobotschaften schicken können. Und Sie können sich natürlich auch sehr gern unserer Hymne, der Großstadtrevier-Hymne anschließen und die einmal zu Ehren von Jan Fedder singen. Also schicken Sie uns gerne Ihre Videos zu. Wir werden sie dann im Laufe der Sendung hier auch mit abspielen. Ja, und einige Videos haben uns bereits erreicht und die schauen wir uns jetzt einmal an. Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Edelreis aus, weil der Edel den Schutzmann nicht mag. Jeder fischt gern im Trüben, und der Schutzmann treibt sie aus. Und um die Uhr Tag für Tag. Große Haie, kleine Fische. Im Schatten viel Licht. Hier im Großstadtrevier. Große Sünden, kleine Schwächen. Das wahre Gesicht zeigt sich hier im Großstadtrevier. Ja, Jan Fedder hat wirklich viele Herzen erreicht, nicht nur als Schauspieler im Fernsehen, sondern auch eben als Musiker, als Sänger und bei mir im Studio immer noch Sven Kuschel. Sven, diese Großstadtrevier-Hymne, was kannst du uns dazu sagen? Wie ist die entstanden und wie ist sie so Kult geworden?
Naja, das wissen ja viele, dass ich von Truckstop, von der quasi eine sehr bekannten Country, Deutsch-Country-Band, da oben aus dem Norden ist, kurz vor Ende der 80er geschrieben oder und sie hat sich halt eingebrannt in viele Generationen von Fernsehzuschauern. Und es gibt ja auch verschiedene Versionen. Also am Anfang wird halt gesungen, wenn der Udel ums Eck kommt, nimmt der Edelreis aus. Und haben sich viele Deutsche gefragt, was heißt überhaupt Udel? Und das wissen viele heute noch nicht. Und einige sagen, singen, wenn der Ole ums Eck kommt oder wenn der Udel, keiner weiß es. Aber Udel ist so ein hamburgisches... ich glaube, man kann es... UDEL oder UDL, also das, da gibt es verschiedene Versionen, weil es ist ein plattdeutsches oder ein hamburgerisches, ein schnodderiges Wort für Schutzmann. Das kommt von Eule, dann immer weiter, Udel, Nachteule. Und damit wurden früher schon vor 200 Jahren die Polizisten oder die Schutzmänner in Hamburg im Norden und so genannt. Und nachdem das viele in Deutschland gar nicht verstanden hatten, da wurde es dann geändert und dann ist die Version rausgekommen, die jetzt viele kennen und die viele singen, dass sie zweimal Schutzmann singen, also wenn der Schutzmann ums Eck kommt. Und das hat der Jan sich auch immer ziemlich drüber kaputt lachen können, weil er auch wirklich dieses Platt kann und mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und da hat er sich mal lustig drüber gemacht, dass halb Deutschland das nicht versteht oder drei Viertel Deutschland. Und deswegen haben sie es geändert. Ich glaube, da sind die Truckstop, die aktuellen Truckstop-Jungs auch. Ja, hier sehen wir sie gerade, ne, in der Kirche sitzen. Ja, die Kirche füllt sich so langsam. Am Michel sind ja heute ungefähr 2000 Gäste angekommen und erwartet worden, die jetzt alle so langsam in die Kirche reingehen. Hier sehen wir Olivia Jones. Wir sprachen vorhin schon kurz über Olivia Jones. Das zeigt ja auch nochmal diese Kiezverbundenheit, ne? Also hier kommen nicht nur Familie, Freunde, Kollegen, Fans. Hier kommt auch der Hamburger Kiez eigentlich hin. Wir machen jetzt keine schlechten Witze über Spachtel im Gesicht, weil es eine Trauerfeier ist. Richtig. Aber bei Olivia Jones hat man gerade gesehen, dass sie sich sehr lange vermutlich vorbereitet hat für die Trauerfeier, damit da heute auch gar nichts, keine Gesichtszüge entgleisen. Jetzt sehen wir gerade Ben Becker, hier Tina Tietjen, ne? Und wir wollen noch mal nach Hamburg rausschalten zu meiner Kollegin Janina Kirch. Sie steht vor Michel. Und Janina, wie ist denn die Atmosphäre bei dir vor Ort? Sind die Leute jetzt schon alle drin? Nein, es sind noch nicht alle drin. Und ich weiß auch, dass einige durch den Hintereingang gehen werden. Das ist nun einmal so, es ist eine Trauerfeier, nicht jeder mag es, über den Teppich zu gehen, aber die Stimmung ist irgendwie gelöst, würde ich fast schon sagen, oder Lotto, was meinst du? Ja, also ich glaube, das ist auch im Sinne von Jan. Jan ist ja ein fröhlicher Mensch gewesen und mal sehen, was jetzt passiert. Marion ist gerade vorgefahren, hier ist jetzt auch die Straße gesperrt worden. Ich wollte nochmal zur Information beitragen, Child in Time ist Deep Purple, nicht Uriah Heep. Und ich glaube, das ist auch im Sinne von Jan, wir wären auch nicht hier, glaube ich, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass Jan als Mensch, der in Humor geliebt und gelebt hat, das alles im Augenzwinkern sieht. Also Tim Melzer hat mich von gefragt, ob ich unser neues Musikvideo drehen. Er sagt, das hätte Jan gefallen, wenn er hier ein Musikvideo dreht. Ich glaube, das wissen die Leute auch. Ich meine, Jan ist ja jemand, der auch immer sehr viel sich selbst gespielt hat. Wir hören hier gerade die Glocken im Hintergrund läuten. Es stehen hunderte von Menschen um uns rum. Du hast vorhin auch gesagt, die Schiffe, sie haben getutet. Das wurde ja auch vorher angekündigt. Also ganz Hamburg steht im Zeichen von Jan Fedder heute. Wirklich ein besonderer Tag. Ich möchte noch einmal was sagen, und zwar die 2000 Gäste, die alleine in der Kirche erwartet werden, die sind ja wirklich tatsächlich alle auf Einladung von Marion Fedder und vom NDR gekommen. Es wird strikt kontrolliert, das heißt, die Kirche, die normalerweise für jeden zugänglich ist, ist heute ja eine sogenannte geschlossene Gesellschaft. Alle anderen können hier draußen auch vom Bildschirm schauen oder natürlich bei uns diejenigen, die zu Hause sind. Und man muss sagen, dieses Gefühl, jetzt hier zu stehen mit den Glocken im Hintergrund, ja, das ist einfach auch eine große Ehre, muss ich sagen. Ja, es ist auch der Moment, wo sich die Menschen natürlich auch gegenseitig ein bisschen Trost spenden, weil man trauert jetzt gemeinsam so, aber es ist natürlich schwer zu vergleichen. Also ich habe sowas natürlich auch noch nicht so oft erlebt. Ich erinnere mich daran, dass... Lotto, ganz kurz, wollen wir einmal schauen, wer da gerade ankommt, ja, ob wir das irgendwie sehen können? Ich glaube, das ist Marion. Ist das Marion?
Es ist sehr schwer, hier gerade etwas zu erkennen. Wie Sie sehen, sind einfach sehr, sehr viele Menschen mit Handykameras, die Fotos machen. Aber mein Kollege, der kommt hier gerade auf mich zu. Den kann ich mal fragen, ob der neue Infos hat. Lieber John, weißt du, wer hier gerade gekommen ist? Jetzt ist gerade die Frau Fedder angekommen, die Witwe, und ist hier gerade mit dem Jeep vorgefahren. Ein Security ist dabei in Begleitung eines Mannes, und das ist ein sicheres Zeichen, dass gleich die Trauerzeremonie, also die Verabschiedung, die offizielle Verabschiedung von Jan Fedder losgeht. Mhm. Wir haben auch schon Ben Becker drin gesehen, also es füllt sich allmählich, und ja. Vielen Dank, John, dafür. Ja, also noch einmal, Marion Fedder ist jetzt gerade angekommen. Ein Zeichen dafür, dass der Gottesdienst, der ja von dem Hauptpastor hier gehalten wird, bald losgehen wird. Danach geht es übrigens mit einem Trauerkonvoi weiter. Das heißt, Jan Fedder, das war sein großer Wunsch, denn damals, als er vor fast 20 Jahren seine Ehefrau Marion hier geheiratet hat, ist er auch mit einem Konvoi über die Reeperbahn gefahren und hat seine Liebe zu seiner Ehefrau zelebriert. Er hat in den letzten Jahren immer gesagt, das Einzige, was ihn am Leben gehalten hat, war die Liebe zu seiner Ehefrau, trotz seiner ganzen Krankheiten. Und umso schöner ist es, finde ich, dass sie ihm jetzt auch diesen letzten Wunsch erfüllt, es alles nach seinem Wunsch macht und auch es diesen Konvoi nochmal geben wird. Und danach geht es dann in die Ritze, habe ich gehört. Ja, es wird parallel quasi die Trauerfeier stattfinden und die Geburtstagsfeier. Jan hat ja heute auch Geburtstag, 65 Jahre. Ich finde das immer blöd, sowas zu sagen, auch von der Kamera, aber ich glaube, dass das sehr klug war von Jan. Ich glaube, jeder Mensch sollte sich darüber Gedanken machen, was er im Fall eines Falles gerne hätte, weil es auch den Hinterbliebenen die Sache wesentlich leichter macht. Jeder, der schon mal einen Trauerfall in der Familie erlebt hat oder im Freundeskreis, weiß, wie schwierig und undankbar die Aufgabe ist, wenn man so gar nicht weiß, was jemand will. Am Ende findet man immer irgendeine Lösung und manchmal auch die richtige. Aber das Jan ist da schon ein sehr vorausschauender Mensch gewesen, natürlich auch in den letzten Jahren. Unter dem Eindruck wirklich vieler Knochenbrüche, die er gehabt hat, und schwerer Krankheit. Carlo von Tiedemann sagte vorhin zu mir, Jan sitzt jetzt oben auf einer Wolke, guckt sich das in Ruhe an und sagt, hoffentlich kommen viele Leute, und hat diesen Schmerz jetzt auch nicht mehr. Ne? Und das ist, kann man wirklich nur jedem empfehlen, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, was man selber gerne hätte. Jan hat das getan und auch einen Ort gewählt, zu dem er einen besonderen Bezug hat. Und natürlich die Besonderheit, dass die Hamburger Polizei hier auf eine Art und Weise mitspielt, die sehr unüblich ist und sehr bemerkenswert ist. Aber er war ja nicht nur Ehrenkommissar in Hamburg, sondern auch in Schleswig-Holstein und Bayern. Also sieht man mal, wie weit er auch die Hamburg-Flagge rumgetragen hat. Über die Grenzen hinweg, ja, sozusagen. Er ist ja ein Hamburger Jung. Er ist auf St. Pauli geboren. Ja. Die Mutter war eine Tänzerin, der Vater hatte eine Kneipe. Die Ritze war irgendwie sein Wohnzimmer. Da ist er sehr oft gewesen. Ich habe gehört, teilweise sogar schon nachmittags. Dann gab es erst mal ein Pilz, ein Korn und später auch mal eine Flasche Gin Tonic. Was hat Jan Fedder für dich so ausgemacht? Naja, wir haben uns halt so gelernt in unserem Job. Das war halt damals beim Konzert. Und dann haben wir bei Ina Müller bei der Sendung zusammen, haben uns immer wieder getroffen bei Veranstaltungen. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, als ich Jan kennengelernt habe, so, wir sind irgendwie so zwei vom selben Stamm. Wir haben uns also sofort sehr gut verstanden. Und sehr unkomplizierter, sehr ehrlicher, sehr gerader Typ. Sehr viel Humor, sehr lustig, schwarzer Humor auch. Ich habe das in meinem Nachruf geschrieben, wenn man bei einer Veranstaltung neben Jan Fedder sitzt, ist immer so, als ob man in der letzten Reihe in der Schule sitzt. Und ich weiß das, weil ich habe immer in der letzten Reihe gesessen. Ja. Lass uns noch einmal über die Ritze sprechen. Du bist ja auch ein Hamburger Urgestein. Vielleicht kannst du einmal erklären, für alle Menschen, die nicht aus Hamburg kommen und vielleicht auch noch nie hier waren, was die Ritze eigentlich genau ist. Also für die Ritze nicht kennen, hallo ihr beiden. Einer der legendärsten Läden, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Es ist oben eine Kneipe und unten ist es ein Boxring. Früher musste man durch den Garten noch so rausgehen, und heute kann man innen durchgehen. Ja, hier wird gleich der Gottesdienst beginnen, und deswegen werden wir jetzt auch in die Kirche gehen. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne.
unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein nicht, mein Kind, die Tränen, sie sind vergebens. La Paloma, ohe, einmal muss es vorbei sein. Nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt noch an Land zurück. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Wie blau ist das Meer? Wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Mastkorb weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick zurück, darf kein Seemann schauen. Kap Horn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann, gib Acht, denn strahlt auch als Gruß des Friedens hell in der Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. Schroff ist das Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Früh oder spät schlägt jedem von uns die Stunde. La Paloma, ohe, einmal wird es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer gibt keinen von uns zurück. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. La Paloma, ohe. La Paloma, ohe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von Jan Fedder. Sein Tod hat viele Menschen in unserer Stadt und im ganzen Land erschüttert und traurig gemacht. Doch Sie, liebe Frau Fedder, als Ehefrau, die Familie und die engsten Freunde sind besonders betroffen von seinem Tod. Als Christen glauben wir, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir erwarten das ewige Leben und in solchem Glauben suchen wir Trost aus Gottes Wort. So spricht Gott der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Thank you.
Lasst uns beten mit Worten aus dem 139. Psalm. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Rechte mich führen und deine Hand mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Herr, schenke ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Hört den Trost der Heiligen Schrift, so schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Die Liebe höret nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Dank sei dir, o Herr, Lob sei dir in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Liebe Frau Fedder, liebe Angehörige, Freunde und Kollegen von Jan Fedder, liebe Fangemeinde und liebe Trauergemeinde. Zahllose Anrufe sind in den letzten Tagen aus ganz Deutschland hier am Michel eingegangen, weil Menschen Karten für die Trauerfeier von Jan Fedder bestellen wollten. Das zeigt, für wie viele er weit über die Grenzen Hamburgs hinaus wie ein enger Freund war. Auf jeden Fall aber ein guter Bekannter und ein Schauspieler, dessen letzten Auftritt sie live miterleben wollten. Und das hat mit ihm zu tun, mit seiner Persönlichkeit als Mensch und als Schauspieler. Jan Fedder war in seinen Rollen gerade darum so ein Sympathieträger, weil er nicht makellos war und nicht glatt und geschliffen redete, weil er immer Ecken und Kanten hatte und mit seinem ausgeprägten Hamburger Dialekt nicht nur für uns Norddeutsche liebenswert und zugleich auch ein bisschen schnodderig wirkte, sondern ganz offensichtlich auch für viele Fans in anderen Teilen unseres Landes. Damit vermittelte er das Gefühl, ein guter Kumpel zu sein, gerade auch für Menschen, die ihm nie persönlich begegnet sind. Jan Fedder, so habe ich erfahren, konnte anderen ziemlich über den Mund fahren. Aber er konnte auch Fünfe gerade sein lassen. Und er zeigte immer wieder sein großes Herz und seinen Sinn für Gerechtigkeit. Er war der Idealtyp für den Udel, wie der Polizist früher, muss man sagen, hier in Hamburg ein wenig spöttisch genannt wurde. Und der Idealtyp für Kurt Brakelmann aus Büttenwader, ständig hintersinnig stichelnd gegen seinen Freund Atsche, aber zugleich eben ein wahrer Freund, auf den man sich in der Not verlassen kann. Der Idealtyp auch für meinen Kollegen, den Hafenpastor, in seinem geliebten St. Pauli, wo er groß wurde und bis zuletzt gelebt hat. Jan Fedder war ein Kind des Stadtteils hoch über dem Hamburger Hafen, mit seinem vielfältigen, auch schillerndem Leben auf dem Kiez, aber durchaus auch dem Festhalten an Traditionen. Und dazu gehörte für ihn auch sein Glaube. Der Michel, Jan Fedders Kirche, steht zwar nicht in St. Pauli, aber knapp davor. Und die Grenzen waren und sind fließend. Hier wurde Jan Fedder getauft und konfirmiert. Hier hat er einige Jahre als Knabensopran im Chor gesungen, wie das wohl gewesen sein mag für den Chorleiter. Hier hat seine Mutter die Gymnastikgruppe geleitet und jungen Mädchen Ballettschritte beigebracht. Und hier hat Jan Fedder jahrelang an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte gelesen. Hier, an diesem Pult, mit seiner markanten Stimme. Und er war vorher so nervös, dass er in der Sakristei eine Zigarette nach der anderen geraucht hat. Und keiner hat versucht, es ihm zu verbieten. Es wäre wohl auch nicht gelungen. Hier haben Sie, liebe Frau Fedder, und Ihr Mann sich auch vor Gott zu Ihrer Liebe bekannt und seinen Segen empfangen. Hierher sind Sie, wie es so seine Art war, ganz spontan am Tag Ihrer Petersilienhochzeit gekommen, nach 12,5 Jahren Ehe. Aber hier in der Kirche fand wie so oft gerade eine Andacht statt, sodass der Altar nicht frei war. Und darum sind sie eben in die Krypta gegangen und haben dort am Altar erneut um Gottes Segen gebeten, ganz ohne Anmeldung und ohne Gedenkurkunde und auch ohne Pastor, ohne Gedöns, hätte er wohl gesagt. Ihr bester Freund war bei ihnen und hat sie gesegnet, im Glauben daran, dass Gott ihnen ganz nahe ist in ihrer Liebe. Und darum schließt sich heute hier ein Kreis, wenn Jan Fedder, wie es sein Wunsch war, noch einmal in seinen Michel gekommen ist, damit wir alle von ihm Abschied nehmen und ihn der Liebe Gottes anbefehlen mit diesem Gottesdienst, mit seiner Musik, die er sich gewünscht hat und die sie beide in besonderer Weise verbindet. Und mit diesem großen Kreis aus Kollegen, aus Weggefährten, aus Polizisten, Feuerwehrleuten und seinen vielen anderen Freunden und vor allem mit ihnen, seiner geliebten Frau. Die Liebe höret nimmer auf. So hat der Apostel Paulus vor knapp 2000 Jahren an die christliche Gemeinde in Korinth geschrieben. Das ist ein großes und ein schönes Wort. Und es ist heute nur recht, wenn Sie, liebe Frau Fedder, Ihrem Mann dieses Wort zum Abschied sagen, weil darin jeder Tag Ihrer fast 23 Jahre langen Beziehung aufbewahrt ist.
jedes Geheimnis, das tatsächlich nur sie kennen, jede Freude, alles Feiern mit Freunden und alle Zweisamkeit, aber auch alles Mitleiden mit seinen Schmerzen und in der langen Zeit der Krankheit, jede Sorge um ihn und nun die Trauer über seinen Tod. Die Liebe hört nimmer auf. Jan Fedder hat sich seine Trauerfeier so gewünscht, so gesehen, im wahrsten Sinne gesehen, wie wir sie heute feiern. Auch um besonders Ihnen, liebe Frau Fedder, über seinen Tod hinaus zu bezeugen, dass auch für ihn dieses Wort gültig bleibt. Ich hoffe, dass das für Sie ein Trost ist in Ihrer Trauer. Viel zu früh ist er gestorben, wenn man uns fragt. Heute ist sein 65. Geburtstag, Pensionsalter, aber für Jan Fedder nicht vorstellbar. So wie es nicht wirklich vorstellbar ist, dass alle Rollen, die er für ein Millionenpublikum gespielt hat und in denen er so präsent ist, nun nicht mehr besetzt sein werden. Das reißt eine Lücke auch in die Herzen der vielen Fans. Denn mit ihm ist ein wirklich großer Volksschauspieler gegangen, der nicht nur beliebt war, sondern der geliebt wurde und über seinen Tod hinaus geliebt werden wird. Vielleicht, weil er so präsent war, ist vielen gar nicht wirklich bewusst geworden, wie viel Kraft die verschiedenen Erkrankungen Jan Fedder in den letzten Jahren gekostet haben und wie er sich in Wirklichkeit mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Irgendwann war er so weit, dass er das Gefühl hatte, oben schon mal anzuklopfen. Aber die wollten mich noch nicht, hat er in einem Interview bei Reinhold Beckmann gesagt. Das klingt nach Jan Fedder. Und gewiss haben viele darüber geschmunzelt, als er es sagte. Dabei steckt in diesem Wort viel mehr Vertrauen, als in dem anderen viel zitierten, dass er dem Tod mehrfach von der Schippe gesprungen sei. Die Liebe höret nimmer auf. Dieses Wort gilt auch für Gott. Er hat unwiderruflich Ja gesagt zu Jan Fedder, als er an diesem Taufstein getauft wurde, neben dem jetzt sein Bild steht. Gott hat in Liebe auf ihn geblickt, bei allen Höhen und allen Tiefen in seinem Leben, bei dem vielen, was gelungen ist und Millionen Menschen Freude bereitet hat, aber war nah auch in den dunklen Stunden. Gottes Liebe hat Jan Fedder auch im Moment des Todes umgeben, und sein Ja gilt auch darüber hinaus. Darum dürfen wir ihn bei aller Trauer über seinen Tod dennoch voller Hoffnung und Zuversicht in dieser Liebe Gottes geborgen wissen. Jan Fedder hat oben angeklopft und Gott hat das Tor des Himmels weit geöffnet und ihn aufgenommen in ein Leben ohne Schmerzen und ohne Krankheit. Das neue Revier heißt die erste Folge der neuen Staffel des Großstadtreviers, die übernächste Woche ausgestrahlt wird. Jan Fedder spielt darin noch mit. Er selbst ist nun in ein Leben umgezogen, in das er nichts mitnehmen musste, weil er dort alles hat. Lassen wir uns in diesem Glauben trösten und lassen wir ihn vor allem lebendig bleiben in allen Erinnerungen an einen geliebten Ehemann, einen guten Freund und Kollegen, einen geschätzten Schauspieler und einen großartigen Menschen. Amen.
Wir nehmen Abschied von Jan Fedder. Wer ihn geliebt und geachtet hat, trage diese Liebe und Achtung weiter. Wen er geliebt hat, danke ihm alle Liebe. Wer ihm etwas schuldig geblieben ist an Liebe in Worten und Taten, bitte Gott um Vergebung. Und wem er wehgetan haben sollte, verzeihe ihm, wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. So nehmen wir Abschied mit Dank und im Frieden. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast Macht über Leben und Tod. Du bist der Herr über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Du tötest und machst lebendig. Du führst hinab zu den Toten und wieder herauf. Du hast den Menschen geschaffen und rufst deine Kinder zu dir, dass sie bei dir Ruhe finden. Du allein bist unvergänglich und unwandelbar. Du veränderst und wandelst deine Geschöpfe und gibst ihnen eine neue Gestalt. Wir bitten dich für Jan Fedder. Lass ihn ruhen in deinem Frieden. Wecke ihn auf an dem Tag, den du nach deiner Verheißung anbrechen lässt. Gedenke nicht seiner Schuld und gib, dass seine Ausgang voll Friede sei. Heile die Trauer aller, die um ihn Leid tragen, mit deinem Trost.
Schenke uns allen ein gutes Ende. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Jan Fedder, es segne dich, Gott der Vater, der dich erschaffen hat nach seinem Bilde. Es segne dich, Gott der Sohn, der dich durch sein Kreuz und Leiden erlöst hat. Es segne dich, Gott der Heilige Geist, der dich berufen hat zum Erbe seiner Heiligen im Licht. Der dreieinige Gott segne deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ins Paradies geleite dich der Engelchor. Bei deiner Ankunft nehme dich auf der Märtyrerschar und sie führe dich in die heilige Stadt Jerusalem. Der Chor der Engel nehme dich auf und Christus, der für dich gestorben, möge mit ewigem Leben dich erfreuen.
Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Liebe Marion Fedder, liebe Familie, Freunde und Kollegen von Jan, liebe Trauergemeinde. Über Jan Fedder war dieser Tage viel Würdigendes zu hören und zu lesen. Er sei ein waschechter Hamburger Jung, ja mehr noch echter St. Paulianer, wie wir das Fedders alter Ego Dirk Matthies im Großstadtrevier einmal gesagt hat. Das ist eine ganz besonders edle Rasse. Ein Mensch aus dem Volk, bodenständig, frech und auf Konventionen pfeifend. Einer, der sich nicht verbiegen lässt und sagt, was er denkt. Egal, wie fett andere sind, Jan war Fedder. Das alles ist richtig und zutreffend, aber dennoch denke ich, ist es auch hinreichend? Klar, Jan ist Norden, ist Hamburg und der Kiez. Und aus eben dieser, seiner Verwurzelung heraus konnte Jan seine Figuren so gefühlsstark spielen. So gewann er eine Fangemeinde im Norden
aber auch südlich der Elbe, in ganz Deutschland und brachte es sogar bis zum Ehrenkommissar in Bayern. Jan war eigen. Seine Authentizität, seine Glaubwürdigkeit, das ist das Geheimnis seiner überragenden Beliebtheit. Er wusste, was das Publikum von ihm erwartet, und er wollte den Erfolg. Oder, wie er formulierte, ich muss schon Nummer eins sein, sonst ist scheiße. Was er war und ist, das hat er selbst so formuliert, der letzte Volksschauspieler. Keiner hat das St. Pauli-Lebensgefühl so verkörpert wie Jan Fedder. Aber in Wirklichkeit ist ja auch St. Pauli komplizierter, vielfältiger und widersprüchlicher, so wie es vermutlich in Wahrheit auch Jan war, jenseits des bühnenreif geschlossenen Bildes. Denn er konnte sich ja auch verwandeln und andere Seiten von sich zum Ausdruck bringen, mit derselben Kraft, mit der Jan seine Kultrollen, den Stefan Boog, Hafenpastor in der St. Pauli-Kirche, spielte, den Kurt Brackelmann in Büttenwader und den Dirk Mattis in seinem Großstadtrevier, mit derselben Kraft und Wucht stellte er ganz andere Figuren dar, etwa in den Lenz-Verfilmungen, den alternden Taucher Jan Hinrichs in Der Mann im Strom oder den markig mutigen Kapitän Johann Freitag in Das Feuerschiff und viele, viele andere Rollen mehr. All diese Rollen spielte er ruhig und sensibel aus dem Bauch heraus. Wer Figuren so spielen konnte, Figuren, die vom Schicksal hin und her gerissen werden, die existenzielle Brüche durchleben, der muss auch selbst so empfunden haben. So spielt nur einer, der im eigenen Leben kennt, was er da verkörpert. Bei all diesen Figuren aus literarischen Vorlagen, die Jan Fedder zum Leben erweckt hat, geht es darum, angesichts der Widrigkeiten des Lebens den eigenen Kompass zu halten, ihn nachzujustieren oder doch wenigstens zu suchen. So wie bei Jan im Leben wohl auch. Wer man ist und wer man zu sein scheint, ein großes Thema, wurde Jan mal in einem Interview gefragt. Die Antwort war nordisch karg, aber eindeutig. Jo, hat er geantwortet. Ich erinnere mich an einen Setbesuch beim Großstadtrevier. Gedreht wird auf einem Elbdampfer. Nach dem Dreh sitze ich mit ihm allein am Fenster. Fedder bittet den Kapitän abzulegen und die Elbe auf- und abzufahren. Beeindruckende Kulisse bei strahlend blauem und wolkenlosem Himmel im Dezember, also typisch Hamburg. Wir reden darüber, wie es ihm geht. Besser, aber nicht wirklich gut. Hat er ein Anliegen? Ja, zwei sogar. Guck mal da raus. Du musst zurück von München nach Hamburg kommen, Volker. Da gehörst du hin. Und, zweites Anliegen, du musst mich und das Großstadtrevier beschützen. Das muss weitergehen. Ist das klar? Er wirkte nachdenklicher. Er wirkte angezählt. In den letzten Jahren wurde es leiser um ihn. Denn der Stehaufmensch Fedder, der er war, er musste manchen linken Haken des Schicksals wegstecken. Und das machte er meist mit sich ganz allein, mit sich selbst aus. Er zog sich zurück in die Stille. So wie der von ihm in der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Tim Park so grandios verkörperte Erfolgsmensch Harold Klever. Jans Rückzugsgebiet war seine Wohnung im Kiez. Am 14. Januar ist er geboren. Im 14. Revier hat er für Recht und Ordnung gesorgt. 14 Mal hat er, so offen war Jan auch in seinem letzten Fernsehinterview, wir haben es gerade in der Ansprache gehört, an das Tor da oben geklopft. Aber der liebe Gott habe ihm gesagt, er wolle ihn noch nicht. Heute, am 14. Januar, seinem 65. Geburtstag, sitzt er vermutlich auf Wolke 14 und schaut ganz genau auf uns herab, ob wir ja auch alles richtig machen, so wie er es sich gewünscht hat. Der Himmel, der bekommt jetzt einen Schutzmann. Und wir Zurückgebliebenen hier unten, wir haben
die Stille, den Verlust und den Schmerz. Der Sigi, wie Jan ihn nannte, der Siegfried Lenz, der hat einst ein Büchlein, einen Essay geschrieben über den Schmerz. Darin heißt es, im Schmerz, ich zitiere, im Schmerz erkennen wir, dass wenn die Totenglocke für einen läutet, sie es gleichzeitig auch für jeden von uns tut. Dem Schmerz verdanken wir die Erkenntnis, dass wir nicht allein sind. Jan, du bist nicht allein. Du lebst weiter in unseren Herzen. Versprochen. Tschüss, mein Freund. Liebe Marion Fedder, liebe Familie, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen von Jan, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Trauergemeinde. Wir trauern um Jan Fedder, ein Hamburger Jung mit einem Riesentalent, ein Volksschauspieler, wie es Volker Herres gerade gesagt hat. Jan hat mal gesagt, Otti Fischer macht den Süden, ich den Norden. Das klingt zwar gut, ist aber buchstäblich nur die halbe Wahrheit. Denn die Kodderschnauze vom Kiez mit dem Herz am rechten Fleck hat die Menschen im ganzen Land erreicht. Jan war für viele wie ein guter Freund, von dem man sich jede Geschichte anhört, eben gerade deshalb, weil er sie erzählt. So ging es auch mir. Wir konnten miteinander. Zwei Menschen aus dem Leben. Jan war kein Diplomat. Rau, direkt, unverfälscht, echt, nicht buckelnd, nicht immer einfach. Aber ganz, ganz besonders. Und das sehe nicht nur ich so. Natürlich wollte ich mich auch in das Kondolenzbuch eintragen, das in der Davidwache ausgelegen hat. Mein erster Versuch scheiterte.
An dem kalten Wintertag wurde ich von dem riesigen Andrang überrascht. Eine lange Schlange unterschiedlicher Menschen. Jetzt, vergangenen Sonntag, habe ich es geschafft, aber die Schlange war nur unwesentlich kürzer. Das zeigt, Jan hat die Menschen berührt. So sehr, wie ich es selten erlebt habe. Und wer ihn einmal persönlich getroffen hat, der kann das nachvollziehen. Was für ein Kerl, ein Herzensmensch, der einen vom ersten Moment in seinen Bann gezogen hat. So viel Talent, so viel Herz, diese Stimme, diese Augen, unvergesslich. Und das Besondere ist, dieses Charisma hat sich auch unmittelbar auf die Leinwand und die Bildschirme übertragen. Jan war ein leidenschaftlicher, ein das Leben liebender und auskostender. Maß und Mitte waren seine Sache eher nicht. Das Leben ist schön, so wie es ist, hat er mal gesagt. Man muss es genießen. Jan konnte alles spielen. Ganz kurze Formen, in denen sich seine Kunst konzentriert hat. Unnachahmlich, besonders prägnant, schlicht eindrucksvoll. Ich denke an meinen Lieblingsspot im NDR Fernsehen. Jan Fedder sagt dort, der NDR ist das Beste am Norden. Glaubt der NDR. So konnte das nur er. Das Gleiche bei Büttenwarder. In vielen langsam erzählten, aber besonders eindrücklichen Szenen. Büttenwarder ein besonderes Kleinod. Wer einmal bei einer Preview dabei war, der hat erlebt, wie außergewöhnlich die Fans dieses Format, seine Charaktere geliebt haben und lieben. Jan konnte aber ebenso, Volker Harris hat es gesagt, einen langen Film mit seiner Kraft, seiner Persönlichkeit, seinen Facetten tragen. In all den Jahren haben sich Jan und der NDR die Treue gehalten. Wir hatten wirklich lebenslang miteinander. Während Dirk Matthies ermittelte, hat Jan 4 Intendanten erlebt und es war eine vertrauensvolle, besondere Beziehung. Jan Fedder war für unser Publikum ein Stück Heimat und darauf war und ist der Heimatsender NDR stolz. Jan Fedder war ein Original, er ist nicht zu ersetzen. Jan gehört zum NDR und auch weiterhin zum NDR, wie der Michel zu Hamburg, wie Uwe Seeler zum HSV und ja, wie Dirk Matthies zum Kiez. Das bleibt die persönliche, intensive Erinnerung, das Glück, das Privileg, ihn gekannt zu haben, aber für uns alle, für seine Fans, auch seine Filme. Jan hat sich um den Norddeutschen Rundfunk, aber ich glaube sicher, auch um Hamburg und den ganzen Norden verdient gemacht. Stellvertretend für den NDR und viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Fans sage ich, wir vermissen ihn, ich vermisse ihn. Und Jan, wenn du gerade von der genannten Wolke 14 auf uns herabblickst, danke, danke für alles.
Liebe Marion Vetter, liebe Angehörige, liebe Gäste, wie groß die Traurigkeit ist, die die Nachricht von Jans Tod auslöst, spüren wir seit dem Jahreswechsel bis heute. Viele Polizisten tragen sein Foto als Profilbild in den sozialen Medien oder befestigen es an Pinnwänden oder legten Blumen ab, so wie es viele Hamburgerinnen und Hamburger taten. Es ist Jans Wunsch, sich heute hier nicht nur von St. Pauli und von der Stadt Hamburg zu verabschieden, sondern auch von seiner Polizei Hamburg. So ist es mir traurige Pflicht und Ehre, hier und heute für die Stadt Hamburg zu sprechen, wie es dein Wunsch ist. Damit drückst du, lieber Janni, der Polizei gegenüber deinen großen Respekt aus. Wenn ich hier zu dir und über dich spreche, dann tue ich es nicht nur für die fast 11.000 Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, sondern auch für die Polizei von Flensburg bis nach Rosenheim, denn du bist Ehrenkommissar in Schleswig-Holstein und in Bayern. Das zeigt deine Beliebtheit und die Identifikation vieler Polizisten mit dir und dem Großstadtrevier sowie den hohen Respekt, den du über Hamburg hinaus genießt. Dabei hast du dir die Entscheidung Anfang der 1990er Jahre nicht einfach gemacht. Dann hast du dich aber fürs Großstadtrevier entschieden. Und diese Entscheidung war, Zitat Jan, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Nun, wenn du dich entschieden hattest, hattest du dich entschieden. Mit voller Hingabe hätte es früher im Beamtengesetz geheißen, aber Vorschriften waren ja sonst nicht so deins. Fast 30 Jahre Dirk Matthies im Großstadtrevier haben ein starkes Band zur Polizei Hamburg wachsen lassen. Der Kontakt zu dir im Alltag passte und du hast kein Gewese darum gemacht. Es passte und fertig. Fast 20 Jahre davon kennen wir uns und schätzen wir uns. Und das blieb so, wie häufig wir uns trafen, spielte dabei keine Rolle. Du wurdest im Jahr 2000 von der Hamburger Polizei zum Ehrenkommissar ausgezeichnet. Das Großstadtrevier bekam 2005 die Goldene Kamera und 2011 den Polizeistern, eine Auszeichnung von uns für Verdienste um die Darstellung der Polizei in der Öffentlichkeit. Mit dir als Hauptdarsteller war die Kultserie über 25 Jahre mit viel Menschlichkeit zu dem Aushängeschild für Hamburg und den Polizeiberuf geworden. Eine deiner herausragenden Auszeichnungen, der Deutsche Fernsehpreis 2006 für den Mann im Strom, hat auch andere Hamburger stolz gemacht. Wir haben ihn am Tag danach im Präsidium bei unserem Empfang kräftig nachgefeiert. 2013 wurdest du für dein Lebenswerk Hamburger des Jahres. Das bist du heute noch. Die Leute mögen dich. Standen die letzten 10 Tage lang Schlange an der Davidwache, um dir Tschüss zu sagen. Menschen aus ganz Deutschland und Europa, weit über 2500 Einträge füllen inzwischen 7 Kondolenzbücher. Tschüss sagen dem Volksschauspieler und dem Menschen Jan Vetter mit seiner speziellen Hamburger Art. Der sagt, was ist, ohne Umschweife, unverstellt, das Herz auf der Zunge hat, rau und dabei auch herzlich. Damit hast du wie kein Zweiter den Nerv der Leute getroffen. Und das hast du auch in deiner Rolle als Dirk Matthies, als Schutzmann um die Ecke von nebenan. So wünsche ich mir meine Polizistinnen und Polizisten, sich viel Zeit für die Sorgen der Menschen nehmen, Freund und Helfer auch bei den kleinen Sorgen, ein Herz für die kleinen Leute, für die Schwächeren. Damit hast du eine Sehnsucht der Menschen erfüllt. Jan lebte in seiner Rolle, wir hätten ihn jederzeit mit auf Streife nehmen können, hieß es. Gut, den Schriftkram hätte besser dein realer Partner erledigt. Besonders waren die Drehpausen, in denen Jan sich in Filmuniform im Raum Hamburg-Bahrenfeld bewegte, zum Beispiel, um zum Imbiss zu gehen. Bin nicht sicher, ob Jan uns dabei nicht auch reale Arbeit abgenommen hat. Der Streifenwagen Peter 14-2 eigentlich auch nur eine Requisite,
wurde von Jan schon mal kurzerhand zweckentfremdet. Ein Ausflug auf den Hamburger Dom kurz nach den Dreharbeiten, um Apfeltaschen fürs Team zu besorgen, ist überliefert. Lieber Jan, ich weiß, dass dein Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Polizei groß ist und dein Vertrauen. Mit gewissem Stolz hast du immer wieder gesagt, das sind meine Jungs. Und der St. Paulianer meint denn die Derns immer mit. Dein rauer Charme, deine Gelassenheit, deine Geradlinigkeit, deine direkte Art, dein Herz und der Schalk im Nacken hat gut zu uns gepasst. Mit über 30 Jahren Großstadtrevier wirst du immer zur Familie der Polizei Hamburg gehören. Liebe Mai und Vetter, liebe Gäste, Jan hat Hamburg und seine Polizei auf seine, auf einzigartige Weise weit über Hamburg hinaus hervorragend repräsentiert. In fast 400 Folgen Großstadtrevier haben viele Menschen das Revier in Hamburg mit viel Herz und Sympathie erlebt. Jan Vetter hat damit Fernsehgeschichte geschrieben. Er hat das Großstadtrevier zu dem gemacht, was es heute ist, die deutsche Polizei-Kultserie. Damit hat sich Jan um Hamburg und die Hamburger Polizei verdient gemacht. Hamburg hat Jan Vetter viel zu verdanken. Mit Jan geht nicht nur ein Hamburger Original und ein großer Kämpfer, sondern auch ein großer Förderer und Freund. Wir verneigen uns im großen Respekt. Tschüss Jan, Hamburg und seine Polizei werden dich nicht vergessen. Mein geliebter Jan, das ist der schwerste Gang, den ich je machen musste. Du warst meine Familie, mein Mann, mein Fels, mein engster Vertrauter, mein Alles. Es wird nie wieder jemanden geben, so wie dich. Ich habe so viel von dir gelernt. Wir haben gelacht und geweint, sind zusammen durch dick und dünn gegangen, aber immer war uns klar, dass der eine für den anderen da ist, bedingungslos. Hier im Michel haben wir vor 20 Jahren geheiratet. Dass ich dich hier heute beerdigen muss, tut mir unendlich weh.
Aber sei dir gewiss, dein Platz in meinem Herzen wird auf ewig mit Liebe gefüllt sein. Nun muss ich dich auf deine letzte Reise schicken. Einmal noch über die Reeperbahn. Das hast du dir gewünscht. Und dann heißt es schlafen für eine lange, lange Zeit. Endlich Ruhe haben und träumen von all den schönen Dingen, die du erlebt hast. Mein geliebter Jan, schlaf gut.
ich liebe dich so doll, wie man nur lieben kann. Ich liebe dich mehr als mich, ich bin so gern mit dir zusammen. Mach deine Augen einfach zu und fühl den warmen Wind meiner Liebe in dir. Ich liebe dich, ich nehm dich an die Hand und zeige dir die Welt. Komm mit und hab keine Angst, ich bin doch immer noch dein Held. Ich klau dir den Mond, die Sterne und die Sonne auch noch dazu. Ich liebe dich und ich halt dich, denn ich lieb dich bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit. Du gibst mir so viel, mehr als man nur geben kann. Ist dein Ziel, mach es voll bis zum Rand, und die Tränen unserer Herzen halten uns auf immer und immer zusammen. Ich liebe dich und ich halt dich, denn ich lieb dich bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit. Und die Tränen unserer Herzen halten uns auf immer und immer zusammen. Ich liebe dich und ich halt dich, denn ich lieb dich bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit. Und ich halt dich, denn ich lieb dich bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit. Meine Damen und Herren, nach einer sehr rührenden Zeremonie tritt jetzt Jan Fedder seine letzte Reise an. Soeben wurde der Sarg in einen alten Mercedes eingeladen und nun beginnt der große Konvoi. Ganz, ganz viele Motorräder stehen jetzt hier gerade um uns herum, angeführt von einer Harley-Davidson. Lotto, du weißt auch, wer vorne drauf sitzt? Ja, es sind ein paar Jungs vom Kiez. Kalle Haberland fährt vorneweg, auch ein guter alter Freund von Jan und auch von mir. Und werden aber angeführt eigentlich von der Polizeieskorte, so wie wir das von hier sehen können. Es ist hier wirklich voller Menschen. Bin mal gespannt, ob unser Kameramann uns da noch wiederfindet. Und es ist ja auch sehr laut. Ich fand es eine sehr rührende Rede gerade von Marion. Unfassbar rührend, unfassbar rührend. Sie sagte auch, es ist jetzt das letzte Mal, dass er über die Reeperbahn fährt. Eine ganz besondere Geschichte gibt es zu diesem Rosenkranz, der vorne auf dem Auto drauf ist. Ich hoffe, dass wir den gleich noch mal im Bild sehen werden. Und zwar ist das ein rotes Herz aus roten Rosen. Es sind tatsächlich Kunstrosen. Und genau dieses Herz war damals
auf dem Wagen von Marion und Jan, als sie geheiratet haben. Und mit diesem Herz vorneweg sind sie durch die Hamburger Stadt gefahren. Und dieses Herz hat Marion all die Jahre aufgehoben. Und heute ist es das letzte Symbol, das Zeichen ihrer Liebe, mit dem Jan Fedder durch Hamburg fahren wird. Ich finde, das ist eine unfassbar schöne Geste. Finde ich auch. Also das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und wir haben es ja beide nicht glauben können, als wir es von erfahren haben. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und ja, absolut rührend. Und mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen, ich glaube, sie warten hinten drauf, dass der Autokor so sich anschließt hinten. Wir sehen als erstes Auto hinter dem Leichenwagen gleich den Wagen von Jan, so ein SUV, ganz alter Wagen, der auch in vielen Fernsehsendungen mitgespielt hat. Und dann werden die Motorräder kommen, die man jetzt wahrscheinlich bei uns hört. Jetzt sieht man sie auch vorne auf dem Bild. Ja, Glocken läuten. Wir haben vorhin schon Polizeisirenen gehört. Wie bei Kongs hier um uns rum sind voller Menschen. Überall stehen Leute. Sehr viele Leute filmen. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinnsszenario, was sich hier gerade abspielt. Überall, aus jedem Fenster, blicken Menschen, zücken ihre Handys, machen Bilder. Ein wirklich außergewöhnlicher Moment. Die Glocken des Michels läuten durchgehend die ganze Zeit. Gänsehaut pur hier vorm Hamburger Michel, das kann man nicht anders sagen. In der Kirche waren übrigens 10.000 Rosen in verschiedenen Farben. An vielen Kränzen stand Tschüss Jan. Tschüss ist so ein typisches Hamburger Wort, wie Moin Moin. Ja, ja. Jetzt verehrt sich hier, verneigt sich die Polizei und dann wird es auch sicher gleich losgehen. Übrigens auch eine sehr gute Rede von Ralf Martin Meyer, dem Polizeipräsidenten, der eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit ist, weil Polizeipräsident ist ja in einer Stadt wie Hamburg nicht automatisch der beliebteste Mensch, aber er ist wirklich ein ganz besonderer Polizeipräsident. Er ist auch sehr, sehr nahbar. Wir haben jetzt auf den Polizeigalas ein paar Mal gespielt, jetzt im letzten Jahr 4-mal. Und er duzt viele Leute, ganz unkomplizierter Typ. Jetzt geht's hier los. Auch eine tolle Rede. Und es wird geklatscht. Es geht jetzt hier los. Die Menschen klatschen. Die Motorräder fahren an uns vorbei. Es ist eine wirklich unfassbar emotionale Stimmung. Das Knattern der Harleys im Hintergrund, wie man sicher hört. Und jetzt kommt in diesem Moment der Wagen mit dem roten Herz von Marion vorne drauf an uns vorbei. Die Menschen schmeißen Blumen, klatschen, jubeln. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein unfassbar emotionaler Moment hier. Der Wagen wird jetzt losfahren und Richtung Reeperbahn fahren. Jans Heimat. Hier hat er gelebt, hier hat er geliebt, hier hat er sein ganzes Leben verbracht. Und dann wird es weitergehen, vorbei an Jans Wohnung, so wie ich es verstanden habe, am St. Pauli-Stadion vorbei. Sie hören im Hintergrund, es wird sehr laut. Jetzt legen hier die Motorradfahrer los. Da ist auch allen was dabei. Vorne sind die etwas schwereren Motorräder und hinten sehen wir auch ein paar Roller. Das ist eine ziemlich große Runde. Wir fragen uns auch noch so ein bisschen, wie es mit dem Verkehr aussehen wird, weil das natürlich jetzt auch, wir kommen so langsam in die Rush-Hour oder in den Beginn der Rush-Hour. Das ist jetzt eine Straße, die auch sehr stark frequentiert ist normalerweise. Aber es wird wohl hinter dem Konvoi wieder aufgestoppt, so haben wir das verstanden. Einige Menschen begeben sich jetzt hier auf den Weg. Einige sind aber tatsächlich noch in der Kirche. Sie harren da jetzt wahrscheinlich aus. Ich habe vorhin eine Frau getroffen, die war wirklich total enttäuscht, dass sie nicht rein konnte während der Zeremonie und hat gesagt, sobald die Türen offen sind, wird sie reingehen. Er hat einfach eine unfassbar große Fangemeinde hier in Hamburg. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich glaube nicht nur in Hamburg, ich glaube in ganz Deutschland, weil er ein ganz außergewöhnlicher Mensch ist und außergewöhnliche Persönlichkeit. Und man muss natürlich auch sehen, wir haben ja die Bilder aus der Kirche gesehen, diese Kränze und alles, was da steht, das ist ja auch sehr beeindruckend und sehr, sehr, sehr viel, sehr groß. Es zeigt die große Beliebtheit von Jan und das hat er sich erarbeitet. Ne? Das stimmt. Ja, der Wagen ist jetzt auf dem Weg Richtung Reeperbahn und wird von dort aus weiterfahren. Ein wirklich großer Konvoi. Und das ist es jetzt erstmal fürs Erste von hier und wir gehen jetzt zurück ins Studio nach Berlin.
Vielen Dank an euch beide nach Hamburg für diese sehr emotionalen Eindrücke, so direkt nach der Trauerfeier für Jan Fedder. Ja, es war sehr emotional, viele berührende Worte, emotionale Musik und man merkt wirklich, wie tief der Schauspieler in den Herzen der Menschen verankert ist und auch wie schmerzhaft er vermisst wird. Der ARD-Programmdirektor sagte, der Himmel bekommt jetzt einen neuen Schutzmann. Ja, bei mir im Studio ist immer noch Sven, wir haben uns jetzt den Trauergottesdienst, die Feier, angeschaut. Denkst du, diese Zeremonie hätte Jan Fedder gefallen? Ich glaube, wenn man ihn danach gefragt hätte, dann hätte er nicht zu schnell geantwortet, sondern hätte erst mal mit diesen großen Bärenaugen einen angeguckt und hätte gesagt, ja, das habt ihr gut gemacht. Und dann hätte er kurz gewartet und hat gesagt, aber warum habt ihr so wenig getrunken, ihr Holzköpfe, bis jetzt? Er hat einen Gag hinten reingebaut. Und ich glaube, er hätte abgeschlossen, wenn man ihn wirklich gefragt oder genötigt hätte, etwas zu seiner eigenen Trauerfeier zu sagen. Er hätte einen dicken Zug an der Zigarette genommen, weil jetzt ist eh egal. Und hätte er gesagt, und ich bin stolz auf mein Mädchen, weil die Marion Fedder das wirklich gut gemacht hat. Und das mit dem Trinken könnte sich jetzt im Laufe des Tages noch ändern. Davon ist auszugehen. Wie geht es jetzt weiter nach der Trauerfeier in der Kirche? Ja, man wird jetzt sehen. Lotto hat es ja gerade schon angekündigt, dass die Stadt schon relativ voll ist und die wird jetzt auch nicht leerer werden in den nächsten Minuten. Das wird eine Art Nachholkonvoi wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft werden mit viel Gehupe und ich glaube auch das hätte dem Jan Fedder gefallen, auch mit den Bikern vorweg. Wahrscheinlich wird aus einigen Autos sogar ein bisschen Rockmusik laufen. Das haben wir ja schon in der Kirche gesehen. Hier nochmal Danke an Lotto, dass er mich davor bewahrt hat, dass Millionen Deep Purple-Fans auf mich losgehen. Child in Time ist natürlich von Deep Purple und nicht von Uriah Heep. Der andere Song, der in der Kirche gespielt worden ist, Knock on Heaven's Door, ist ja auch von Bob Dylan und nicht von Guns N' Roses. Also man hat schon gesehen, dass Musik spielt eine große Rolle und ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch die ein oder andere Mucke aus den Karren gleich, ganz untypisch für einen Trauerzug, also dass es ein bisschen rockig wird. Und dann geht es halt weiter bis zur Ritze, wie das ja schon angekündigt worden ist, wo es dann den Leichenschmaus geben wird. Das ist ein etwas überschaubarer Kreis, da sind wirklich nur enge Freunde und weniger jetzt ist nichts für die Öffentlichkeit. Und ich glaube, auch da hat ja Jan großen Wert drauf gelegt, jetzt in der Kirche war schon zu sehen, dass die Polizisten mit dabei sein durften, seine Jungs. Davon werden auch einige in der Ritze sein und vielleicht sind sie nicht im Dienst und dürfen auch ein Bierchen trinken, weil ich glaube, das hätte der Herr Mattis sonst so gewollt auch. Jetzt sehen wir gerade die Bilder, wie es in Hamburg aussieht und ich glaube, da ist jetzt, sind einige Verkehrsregeln jetzt außer Kraft gesetzt worden. Das haben wir auch gerade gesehen, vorne auf dem Mercedes, vorne auf der Motorhaube drauf, das rote Herz, von dem Janina gesprochen hat, was Marion, seine Frau, von der Hochzeit aufgehoben hat und heute zu diesem traurigen Anlass dann nochmal symbolisch für die Liebe der beiden auf dieses Auto vorne drauf befestigt hat. Er hat sowieso nie was weggeschmissen. Also wenn man, ich glaube, wenn man Fotos auch aus seiner Wohnung kennt und aus seinen verschiedenen Häusern, er hat viel gesammelt. Aber ich glaube, das Sammelobjekt, das geht er auf das Konto seiner Frau, dass sie es behalten hat. Und der Konvoi führt ja auch an der Wohnung von ihm vorbei? Ja, er geht durch St. Pauli auch. Und ich glaube, am Stadion ist ja auch gerade gesagt worden von Lotto. Also das wird jetzt eine große Tour, eine große Hamburg-Reeperbahn, da wird alles dabei sein. Und ich glaube, dass der Zeitplan da wahrscheinlich auch noch ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Ja. Das könnte länger dauern, auch dass hier und da mal angehalten wird, hupen, vielleicht nochmal die ein oder andere Ampel mitnehmen. Wie und wo hat er denn gewohnt in Hamburg? Im Kiez auf jeden Fall, auf St. Pauli. Auf St. Pauli, ja. Er hat eine Wohnung, ist da groß geworden, er ist da nie richtig weggegangen, er ist zwischendurch auch mal rausgezogen auf ein Landhaus. Ich glaube, er hat auch was von seiner Mutter damals geerbt. Das führte übrigens zu einigen Streitereien mit alten Weggefährten, die gesagt haben, Jan, du feierst jetzt zu wenig, weil er dann plötzlich auf einmal im schönen Grünen war und ein bisschen draußen. Und einer seiner Kumpels hat gesagt, Mensch, Jan, früher war er ein Saufterrorist, jetzt macht er hier auf spießigen Blümchenpflanzer. Das hat ihm aber keiner wirklich krumm genommen und er hat mehrere Häuser, mehrere Wohnungen gehabt. Aber seine Lieblingswohnung mit St. Pauli, da wo er auch gestorben ist.
Und wir haben auch mit Weggefährten von Jan Fedder gesprochen, wie zum Beispiel mit Oskar Schnitzer, dem Betreiber des legendären Ponyclubs auf Sylt, wo Jan Fedder auch immer gerne zu Gast war. Außerdem hat uns der Musiker Sascha Winkes noch etwas Musikalisches in Gedenken an Jan Fedder geschickt. Und auch TV-Moderator Carlo von Tiedemann erinnert sich an seinen Kollegen und Freund. Und er kennt eine Stärke von Jan Fedder, die sonst keiner kennt. Ich hatte zu Jan eine, ich sag mal, Seelenverwandtschaft. Wir waren, wenn wir uns getroffen haben, sehr, sehr fröhlich. Es konnte auch mal später werden bei der Fröhlichkeit. Aber wir haben auch sehr viel Erwachsene, nenne ich es mal, Momente gehabt, in denen wir sehr, sehr ehrlich über das Leben geredet haben. Und ich bin, glaube ich, in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass ich unser aller Jan, auch von der Seite kennengelernt habe, die er ungern rauslässt. Er ist nach außen hin immer ein Raubmann gewesen, ein Kerl, was er zweifelsohne ist und er war. Aber er hatte auch eine große Sensibilität in sich. Er war ein sehr gläubiger Christ und er hat sich die Leute ausgesucht, die sozusagen vor seiner persönlichen Haustür stehen durften. Damit meine ich eben, er hat sich lange nicht jedem geöffnet. Auch mir nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Kern von Jan erreicht habe. Es gibt vielleicht ein, zwei Menschen, Mario mit Sicherheit. Aber sonst hat er ganz bewusst dicht gemacht. Nicht böswillig, sondern er war auch kein Eigenbrötler, aber er hat sich sein Leben sortiert. Ich wusste ja schon länger, dass er nicht mehr der Fitteste war und so weiter und so fort. Aber daran denkt man ja nicht. Ne? Es geht ja, wenn man ihn so sieht und so weiter, dann sieht man ja nicht rein. Das ist eigentlich tragisch genug, dass so ein Typ überhaupt nicht mehr jetzt da ist. Jan war ja nicht nur ein gutaussehender Typ, es war auch eine ehrliche Haut und ein gerader und was eben hanseatisch ist. Und einer von uns, ne, hat das Leben geliebt. Und eigentlich kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Ich habe ihn auch bei mir an der Wand hängen mit seiner Frau Maria und bei mir an der Lounge da im Pony, im weißen Anzug noch und so weiter und so fort. Und da gucken wir jetzt alle drauf und Silvester haben wir da gefeiert von seinen Augen. Da waren auch Hamburger Freunde von ihm da, Gastronomen. Und wir konnten uns gar nicht mehr einkriegen. Aber ich bin auch deshalb hier, um für mich da auch vielleicht einen Abschluss zu sehen. Weil es ist für mich ist es so eine Geschichte, viele mögen das nicht, aber man muss da auch mit einen Abschluss für sich selber finden. Und deshalb bin ich auch hier. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht. Ja, soweit die Weggefährten von Jan Fedder. Das ist ihre Art, Abschied zu nehmen. Sven Kuschel immer noch bei mir im Studio. Bier in der Hand, alkoholfrei, Musik. Was sagt das aus über die Freundschaften zwischen denen? Dass sie, glaube ich, grundweg sehr ehrlich waren an vielen Stellen. Und Carlo von Tiedemann hat es ja gerade schon nur angerissen, dass die Höhen und Tiefen auch erlebt haben. Da gibt es auch eine schöne Anekdote, wie die eigentlich eine Zeit hatten, wo man nicht so viel getrunken werden sollte. Und dann haben sie sich heimlich auf einer Party auf dem Herrenklo getroffen und saßen beide in unterschiedlichen Kabinen und haben sich dann die Wodkaflasche unter der Tür hin und her geschoben. Und Martin Semmelrogge ist ein tolles Beispiel. Das Video, was gerade, das ist während unserer Live-Sendung noch reingekommen, dass er es mit einem befreundeten Musiker aufgenommen hat. Der hat sehr schöne Worte auch damals, als Jan gestorben ist, gefunden, dass die beiden im Himmel mal wieder ein Bleifreies trinken wollen. Wir beide haben in den letzten Jahren, trinken keinen Alkohol mehr, aber beide verbindet eine ganz innige Freundschaft aus ihrer Bootzeit. Die haben in einem Kultfilm zusammen geschwitzt, haben sich zusammen blaue Flecken geholt. Und das ist eine verschworene Gemeinschaft geworden. Auch Jürgen Prochnow, der beim Boot mitgespielt hat, war natürlich sehr, sehr niedergeschlagen, als er vom Tod Fedders gehört hat. Aber das sind so richtig alte Kumpels, die auch über sich selber sagen, und das hätte Jan wahrscheinlich auch über jeden von denen gesagt, sowas wie wir, das wird ja nicht mehr gebaut. Und da kommt auch jetzt nichts Besseres mehr nach. Und das trifft es irgendwie so ein bisschen. Das ist eine Generation, die irgendwo mal zusammengeschweißt worden ist. Und egal, wie man sie versucht, wieder auseinanderzureißen, irgendwo klemmt es und hakt es noch ein bisschen und bleibt noch ein bisschen zusammen. Und ja, süßes Video von, süß kann man gar nicht sagen, aber lustiges Video, was da gerade noch entstanden ist, mit einer alkoholfreien Büchse, bleifreies Bier, wie die beiden immer gesagt haben. Dankeschön, Sven, für den Moment. Wir gehen jetzt einmal auf die Live-Bilder drauf und schauen, wie die Trauerfeier weiter verläuft. Ja,
Mega Applaus hier auf der Reeperbahn. Nach einem wirklich, wirklich ergreifenden Moment der Stille. Man hat nur den Gesang der Sängerin gehört. Man hört den Applaus immer noch. Sie hat Ave Maria gesungen. Ich glaube, so still war es hier auf der Reeperbahn noch nie. Wirklich nur der Gesang. Alle waren sehr ergriffen. Auch jetzt noch. Die Leute stehen mitten auf der Straße, machen gerade so viel Platz, dass der Konvoi durch kann. Selbst der Konvoi hupt gerade nicht mehr. Und die Sängerin singt das nächste Lied. Es ist, man schaut in die Gesichter der Menschen, die Taschentücher werden gezückt. Es ist wirklich ein extrem emotionaler Moment. Die Handys, alle haben ihre Handys in der Hand, sind ergriffen. Auch hier hat man schön das Blumenherz wieder gesehen, vorne auf dem Leitwagen. Und jetzt geht's los. Die Motorräder hupen, wie sich das gehört für Ian Jan Fedder. Ja, ganz Hamburg trauert. Wir sehen hier die Live-Bilder aus St. Pauli, aus dem Kiez, wo der Konvoi nach dem Trauergottesdienst im Michel jetzt langfährt. Sven, die Bilder sind ja wirklich beeindruckend und beeindruckend emotional auch, muss man sagen. Man hat das Gefühl, ganz Hamburg ist auf der Straße. Man hat das Gefühl, es ist unglaublich viel Musik, die da passiert und Zusammenhalt, der da passiert. Was sagt das über Jan Fedder aus? Ja, du hast es schon gesagt, also angedeutet. Er hat die Leute gepackt, er hat die Leute in irgendeiner Form verbunden. Eben Hamburg ist jetzt quasi seine Kerngemeinschaft, aber wie das auch schon in der Trauerrede von Lutz Marmor, dem NDR-Intendanten, gesagt worden ist, er hat halt die Leute auch deutschlandweit in irgendeiner Form gepackt durch seine Art, vielleicht durch die Ehrlichkeit, durch das Unperfekte. Wir haben in einem Nachruf auch geschrieben, er war stark, er war hässlich, er hatte Würde. Das steht bei John Wayne auch auf dem Grabstein und ich glaube, das passt bei ihm auch drauf. Und er hat die Leute mit seiner Authentizität geschnappt. Und man sieht das, es stehen nicht nur alte Leute auf der Straße oder Menschen komischerweise in Unterhemden, sondern auch Kinder. Und die applaudieren da und er hat sowohl die Biker gepackt als auch die Polizisten. Und das, da muss man erstmal einen finden, der sowohl die Verbrecher als auch, also nicht jeder Biker ist ein Verbrecher, aber der alle Gruppen erreicht, von 9 bis 90 oder von 8 bis 100, das hat er gepackt und das muss seine Magie oder das war seine Magie. Ja, ich glaube, da vereint sich so was sehr, sehr Herzerwärmendes mit einer sehr tiefen Trauer, dass dieser Mensch nicht mehr unter uns ist. Wir haben ja auch vorhin bei unseren Zuschauern dazu aufgerufen, uns Videos zu schicken und das zeigt auch nochmal, wie emotional und wie tief die Trauer um diesen Verlust ist, um den Tod von Jan Fedder. Und wir schauen jetzt mal rein, wie die Zuschauer von Bild Live an Jan Fedder gedenken. Jan Fedder, unvergessen, seit meiner Kindheit kenne ich die Großstadtrevierfolgen. Vielen lieben Dank für die schönen Stunden mit dir. Er war ein großartiger Schauspieler. Ich werde ihn nie vergessen. Lieber Jan, ich danke dir für die ganzen Stunden bei Großstadtrevier, die wir zusammen drehen durften. Jan Fedder, mach es gut, Digga. Tschüss, Jan. Komm gut über die Brücke und über den Regenbogen. Wir werden dich vermissen. Ruhe und Frieden, Jan. Wahnsinn. Also man hat das Gefühl, nicht nur Hamburg, ganz Deutschland trauert um den TV-Kommissar. Wir haben einen Beitrag zusammengestellt, wo wir nochmal zurückschauen wollen auf das Leben von Jan Fedder, was Höhen und Tiefen hat, was teilweise auch sehr wild war. Und in den Bericht schauen wir jetzt einmal rein.
Für viele Deutsche ist Jan Fedder eine Hamburger Legende. In seiner Rolle als Dirk Matthes spielt sich der Schauspieler seit 1992 27 Jahre lang in die Herzen seiner Fans. Jan Fedder gehört zu Deutschlands beliebtesten TV-Polizisten. Am 30.12.2019 stirbt er mit 64 Jahren an Krebs. Jan Fedder wird am 14. Januar 1955 in Hamburg geboren und wächst in St. Pauli auf. Seine Eltern haben eine Kiezkneipe. Sie achten darauf, dass Jan und sein älterer Bruder Oliver nicht zu viel Kontakt zu Trinkern und Prostituierten haben. Als 10-Jähriger hat er dann allerdings seine erste Alkoholvergiftung. Alkohol und Zigaretten werden ihn weiter in seinem Leben begleiten. Mit 10 Jahren nimmt Fedder auch Schauspielunterricht. 3 Jahre später steht er erstmals auf einer Bühne. Neben seiner Rolle beim Großstadtrevier ist auch seine Besetzung in Das Boot unvergessen. Mit Herbert Grönemeyer und Uwe Ochsenknecht spielt er 1981 in dem weltweiten Kassenschlager, der für 6 Oscars nominiert wird. Insgesamt steht er für mehr als 600 Projekte vor der Kamera. 2012 dann die erschreckende Diagnose Mundhöhlenkrebs. Jan Fedder erhält eine Bestrahlungstherapie und mit seiner Frau Marion nimmt er auf seinem Landsitz in Schleswig-Holstein Abstand vom Rampenlicht. 2019 feiert Fedder sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und heute an seinem Geburtstag nimmt Deutschland im Hamburger Michel Abschied von dem selbsternannten St. Paulianer. Ja, seit fast 30 Jahren war Jan Fedder als TV-Kommissar in der Fernsehserie Großstadtrevier regelmäßig zu sehen und auch ein Zuschauerliebling und Magnet, muss man sagen. Sven Kuschel ist noch bei mir. Wie lange wird er denn in der Sendung noch zu sehen sein? Das verdankt man auch so ein bisschen, glaube ich, seinem Durchhaltevermögen, denn er hat sich da nicht kleinkriegen lassen, was das weitere Drehen anging. Auch als er quasi aus den festen Staffeln ein bisschen aussteigen musste und weg vom Streifendienst aus seinem Peterwagen kam, ist er der Serie treu geblieben, beziehungsweise der Reihe nicht mehr als Kommissar, sondern als Milieuermittler. Und als solcher hat er auch immer noch gedreht. Und es gibt 2 weitere Folgen noch mindestens, die jetzt Ende Januar und Anfang Februar gezeigt werden. Also es gibt noch frischen Stoff von Jan. Er hat den Leuten was hinterlassen und das hat er halt mit einem unbändigen Willen auch gegen 30 Bestrahlungen. Er hat jahrelang gegen diesen Krebs und gegen Begleiterscheinungen, Stürze, Knochenbrüche dagegen gekämpft. Er ist immer wieder hin zum Dreh. Er kam dann im Rollstuhl an, hat dabei seinen Humor nicht verloren, indem er dann gesagt hat, ja, guckt alle nicht so, läuft halt nicht mehr so gut bei mir. So, und dann noch andere unpolitisch korrekte Witze gemacht. Politisch unkorrekte Witze. Aber er hat halt durchgezogen und er wollte weitermachen und er wollte nicht aufgeben. Und ich glaube, das war auch seine Art, dem Tod so ins Gesicht zu sagen, du kriegst mich noch nicht. Deswegen, es wurde in der Trauerrede auch angesprochen, er ist 14 Mal dem Tod von der Schippe gesprungen, hat er selber gesagt, was ja seine besondere Zahl für ihn ist. Er hat einfach nicht aufgegeben und er hat weit über das Maß hinaus noch gedreht, wo es vielleicht auch gesund für ihn gewesen wäre. Vielleicht hätte er noch 1-2 Jahre mehr gehabt, wenn er sich nicht selber so gequält hätte. Aber ich glaube, weil er auch die Liebe des Publikums da kannte, hat er gesagt, nee, mein lieber Sohn nicht. Ich mache hier weiter, bis ich umfalle und liefere ab. Wir haben auch im Beitrag gerade gesehen, dass er auch ein sehr wildes und exzessives Leben hatte. Wie stark war er denn ein Lebemann und wie hat sich das geäußert? Ja, das ist ja kein Geheimnis und da hat er ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er quasi schon, ich glaube in einem Beitrag ist es angesprochen worden, die erste Alkoholvergiftung gab es mit 10, ja gut, auch leicht von zu Hause ein bisschen vorbelastet, wenn der Papa irgendwie eine Kneipe hat oder so und die haben keine Party ausgelassen. Wenn man mit den alten Jungs spricht, die unter anderem das Boot zusammengedreht haben, dann ist davon die Rede, dass der Jan nie vor Mittagessen ins Bett gegangen ist, ja, und zwar am nächsten Tag. Aber gleichzeitig haben die Jungs immer gesagt, ob das jetzt ein Semmelrogger, ein Ralf Richter, ein Claude Oliver Rudolph oder ein Heinz Hönig ist, immer gesagt, du wusstest aber immer, wenn dir selber die Beine wegsacken, dann packt er dich halt noch auf die Schulter und trägt er dich nach Hause. So, und der hat einfach keine Gnade sich selbst gegenüber da walten lassen und hat immer, das hat Martin Semmelrogger auch so schön gesagt, Jan, ey, du hast immer Gas gegeben, immer Vollgas. So, und jetzt warte mal da oben auf mich und wenn ich komme, dann trinken wir ein bleifreies. Da sind wir wieder beim Bierchen.
Ja, also wirklich ein Ausnahmemensch, muss man sagen. Einer, der es ganz, ganz tief in die Herzen... Eigentlich ein Unkaputtbarer, ja. Also wie eine Petflasche, wie eine Pfandflasche, unkaputtbar. Eigentlich ja, denkt man immer, bis dann doch einmal der Tag kommt. Auf jeden Fall hat er einen festen Platz in den Herzen seiner Fans, seiner Kollegen, seiner Freunde und seiner Familie. Und man merkt wirklich, wie sehr, sehr er fehlt und wie groß die Lücke ist, die er hinterlassen hat. Ich möchte jetzt noch mal rausschalten zu meiner... Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen, weil ich gerade hier Marion Feder sehe, die einfach unfassbar starke... einen starken Eindruck gemacht hat in der Kirche. Ne? Also tolle Worte. Und sie ist die Frau gewesen, die ihn eigentlich aus diesem Partysumpf rausgezogen hat, dass die beiden sich vor mehr als 20 Jahren, ich glaube 1997, kennengelernt haben. Da war sie jemand, die ihm wieder Halt gegeben hat. Sie war auch jemand, die später dann mal, wenn man Jan anrufen wollte, mit ihm irgendwas bequatschen wollte, dann am Telefon war und so ein bisschen die schützende Hand über ihn gehalten hat. Und das hat sie auch gut gemacht. Und man muss einfach sagen, eine ganz beeindruckende Frau, wie das heute in der Kirche in Michel zu sehen war. Und ich glaube, der Jan, der hätte wirklich gesagt, so, ich bin stolz auf mein Mädchen. Hm. Wir wollen jetzt noch mal zu meiner Kollegin Janina Kirch rausschalten nach Hamburg. Janina, wo bist du gerade und was passiert da gerade? Wie ist die Trauerfeier im Moment? Ja, Juliane, wir sind immer noch hier vor dem Hamburger Michel. Viele Prominente sind eben noch an uns vorbei. Jörg Pilawa und Bettina Tietjen, einige andere noch. Mittlerweile hat es sich geleert. Sehr, sehr viele Busse tatsächlich. Diese Hop-on, Hop-on, Hop-off-Busse sind an uns vorbeigefahren. Die fahren jetzt wohl auch dem Konvoi hinterher mit Touristen zusammen. Ja, und alle begeben sich jetzt auf den Weg nach St. Pauli, denn da werden ja heute zwei Feiern stattfinden. Einmal in der legendären Ritze, das hatten wir vorhin ja schon erzählt. Das war ja das zweite Wohnzimmer sozusagen von Jan Fedder. Und dann wird es noch eine andere Party geben, und zwar im Zwick. Auch ein sehr, sehr legendärer, ja, eine Kneipe, wo man tanzen, trinken, Spaß haben kann in Hamburg. Lotto ist auch noch hier bei mir und hält tapfer mit mir in diesem Wind durch. Lotto, das Zwick. Erzähl ein bisschen was für diejenigen, die das Zwick nicht kennen. Ja, es gibt ja mehrere Zwicks. Also wir reden jetzt über das Zwick am Millerntorplatz, an der Reeperbahn am Anfang. Das ist ein relativ neuer Laden, sehr großer Laden. Das ist auch da, wo Hugo Egon Balder dann auch so mit eingestiegen ist. Es gab dann auch eine Zeit lang noch eins an der Stresemannstraße in Altona. Aber das Urzwick ist am Mittelweg. Das ist... Da haben sich, glaube ich, Generationen von NDR-Mitarbeitern die Leber zerstört. Den Laden gibt es schon ewig. Ich weiß gar nicht, wie lange es das Zwick am Millerntorplatz schon gibt, aber das ist natürlich so die Idee, dass es im Prinzip dieselbe Straßenseite wie die Ritze, die, weiß ich nicht, 250 Meter weiter ist. Das ist so ein erdiger, ehrlicher Rockladen. Also da haben wir schon lustige Abende erlebt. Mhm. Ich habe tatsächlich mal erlebt, wie Karl Dall um 12:30 aufgetreten ist und hat auf der Reeperbahn nachts um 12:30 gesungen. Da hat sich einer was gedacht dabei. Ja, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Tatsächlich ist es so, dass der Konvoi ja jetzt an der Wohnung von Jan Fedder auch vorbeifahren wird. Jan Fedder, das ist einfach unfassbar, hat über 40 Jahre in dieser Wohnung gelebt. Er hatte meiner Meinung nach diesen ganzen Häuserblock auch gekauft, in dem diese Mietwohnungen drin waren. Er ist nie wirklich ausgezogen aus der Wohnung, hat auf 2,5 Zimmern gewohnt, 70 Quadratmeter. Wenn das nicht mal bodenständig ist, oder? Absolut, er hatte ja noch diesen Hof und da hat er dann auch viel Kram gesammelt. Er war ein passionierter Sammler, ich glaube, er hat auch Trecker gehabt und alles Mögliche und so. Was man jetzt gerade hört, ist, wird die abgebaut und jetzt ist auch noch eine Sonderfahrt mit Gästen, die auch noch dem Konvoi sich anschließen wollen. Ja, bodenständig, aber kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man wundert sich, wie schnell man irgendwo 20, 30 Jahre wohnt. Also das geht echt ganz flott rum. Also das ist, ich kann das gut nachvollziehen. Und er ist ja, Jan ist ja wirklich so ein totaler St. Paulianer, so ein Urgestein, der auch mit diesem Viertel groß geworden ist und da auch immer gelebt hat. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass man sich so lange verschanzt. In dieser Trauerfeier eben waren ja auch unfassbar viele Anspielungen auf Hamburg. Zum Beispiel haben wir Tüdelband von Heidi Kabel gehört, auch eine Legende in Hamburg, richtig? Ja, das ist ein Song, den wir tatsächlich bei uns vor unseren Konzerten immer spielen. Wir haben aber so ein paar Songs Intro und Tüdelband ist auch schon, sind wir schon wieder bei der Zeit, ich glaube auch so über 20 Jahren dabei.
Ja, am Millerntor wird der Konvoi auch vorbeifahren. Das Stadion von St. Pauli. Welche Bedeutung hat das für Jan? Ja, also wenn man wie Jan so St. Pauli in sich aufgesogen hat und da geboren ist oder da gelebt hat, und dann ist er natürlich auch so FC St. Pauli-Fan. Das hat sicherlich eine große Bedeutung für ihn, aber es ist ja auf der anderen Seite so, das Stadion liegt auch sehr zentral. Insofern, dass man da an der Ecke vorbeifährt, ist dann ja auch nur natürlich und nur logisch. Und ja, das ist nochmal so einmal über seinen Kiez auf dem Kiez. Ne? Mhm. Und wir haben vorhin gesehen, dass der Konvoi auch kurz gestoppt hat, weil jemand Ave Maria gesungen hat. Mhm. War eine ganz schlaue Idee, weil dann auch die Autos, die hier nachgekommen sind, noch hinterher aufschließen konnten, weil hier die Ampeln jetzt nicht abgesperrt worden sind. Wir sehen das auch ein bisschen, dass jetzt der Feierabendverkehr einsetzt und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, dem Konvoi zu folgen. Aber es ist schon eine ganz große Nummer, die wir gesehen haben. Ja, das kann man nicht anders sagen. Wahnsinnig emotional waren wirklich die Worte von seiner Frau Marion. Sven Kuschel hat es eben auch schon gesagt, eine unfassbar starke Frau. Jetzt, dieses Jahr, hätten sie 20-jährigen Hochzeitstag gefeiert. Ich habe ein paar Mal gesehen, wie sie sich so die Tränen aus dem Gesicht gewischt hat, was natürlich verständlich ist, aber sonst wirklich eine wahnsinnige Frau. Und ja, Hut ab, dass sie auch vor so vielen Menschen hier heute gesprochen hat, trotz dieser Trauerphase. Ja gut, aber das ist natürlich auch die Situation. Ich meine, wenn du mit Jan Vetter verheiratet bist oder liiert bist, dann weißt du ja auch, auf was du dich da einlässt. Und Jan hat sich das ja so gewünscht. Und das ist natürlich dann auch eine Aufgabe für alle aus der Familie oder Freundeskreis, die dann auch da sprechen müssen auf einer Trauerfeier. Das ist dann halt so. Ne? Und ich finde, sie hat das super gemacht. Eine sehr ehrliche, gerade Rede, sehr emotional, sehr persönlich. Ja, das war schon ganz, ganz groß. Der Konvoi endet ja heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ob heute die Beisetzung stattfinden wird oder nicht, das steht noch nicht fest, beziehungsweise das wissen wir noch nicht. Der Friedhof Ohlsdorf ist der größte in Hamburg und tatsächlich liegen da auch einige sehr bekannte Menschen begraben. Ich glaube, es ist der größte Parkfriedhof in Europa. Also das ist wirklich ein außergewöhnlich großer Friedhof. Für die, die es nicht kennen, es gibt eigene Busstationen dort. Es fahren mehrere Buslinien durch den Friedhof durch. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, wir reden hier über eine Dimension von 500.000, 600.000 Gräbern, die es dort gibt. Oder Leute, die dort beerdigt sind. Wir wissen es auch nicht. Also wir wissen auch nicht, ob der Konvoi da endet. Aber jedenfalls der Wagen mit dem, mhm, mit dem Sarg fährt wohl dahin weiter. Und wir wissen aber, wir haben es, ihr habt es nicht rausgekriegt, wo das Grab dann sein wird. Aber es gibt verschiedene Ecken. Es gibt also eine Ecke, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ist dann der westliche Teil, wo Edgar Bessen liegt. Allen im Herzen. Er ist ja wirklich das Herz von St. Pauli gewesen. Deswegen sind wir hier auf St. Pauli ganz besonders traurig. Also er hat so die Menschen berührt durch seine Art und dass er sich nicht verbiegen hat lassen, dass er einfach so ist, wie er ist. Deswegen war er für mich auch ein großes Vorbild. Und ich war sehr stolz, mit ihm befreundet sein zu dürfen. Also, was wird dir von ihm am meisten in Erinnerung bleiben? Also die Erinnerung, die ich an ihn habe, ist, dass er einfach tolle Geschichten erzählt. Und als wir das letzte Mal zusammen gedreht haben, da ging es ihm schon sehr, sehr schlecht. Aber er hatte seinen Humor nie verloren, hat immer gekämpft. Er war ganz einfach ein Kämpfer und deswegen halt dieses große Vorbild auch. Ist das der Grund, warum vielleicht heute diese Trauerfeier auch nicht nur ganz schwarz ist? Man sieht es auch an dir. Auch bei dir ist ein bisschen farbenfrohe, pinke Perücke dabei. Na, Jan Vetter war genau wie ich auch ein schräger Vogel und er möchte natürlich auch, dass wir hier heute feiern. Auch wenn es uns natürlich schwerfällt, weil wir alle ganz traurig sind. Aber wir wissen, dass Jan oben zuguckt und wenn wir dann irgendwann selber in den Himmel kommen, wird er schon zu uns sagen, ob er damit zufrieden war mit der Trauerfeier oder nicht. Ja. Vielen Dank, liebe Olivia. Ich danke dir sehr. Die Trauergäste trudeln ein. Der Wagen steht noch vor der Tür. Es kommen immer mehr. Man sieht gerade nicht so viele. Olivia macht noch Selfies, ganz Olivia-like. Wir warten auf weitere prominente Gäste. Ja, also wir warten weiterhin, es kommen spannende Gäste. Da hinten, Martin Semmelrogge ist da.
liebe Sina, für die Eindrücke und auch für das schöne Interview mit Olivia Jones. Wir haben jetzt noch eine andere echte Hamburgerin per Skype zugeschaltet, nämlich Blümchen bzw. Jasmin Wagner. Liebe Jasmin, das ist ja unter Hamburgern immer eine sehr besondere Verbundenheit, die man hat. Woher kanntest du denn Jan Fedder und wie habt ihr euch kennengelernt? Kannst du dich noch an die erste Begegnung erinnern? An die allererste Begegnung kann ich mich nicht erinnern. Ich bin ihm aber immer mal wieder über den Weg gelaufen und er war immer sehr, sehr fair zu mir, interessiert, hat einfach diesen besonderen Humor gehabt und hat dann irgendwie verfolgt, wie ich so von der 15-jährigen jungen Popkünstlerin zu einer gestandenen Bühnenschauspielerin wurde. Und das hat ihm imponiert. Und das ist natürlich toll, wenn man von so einem großen Kollegen Lob und Lob bekommt und der einfach sagt, geh deinen Weg so weiter, mach, was du da machst, das machst du richtig. Das hat mir sehr viel bedeutet, gerade als ich noch eine sehr junge Künstlerin war. Und ganz besonders schön war eine Begegnung mit ihm bei einer Buchpräsentation von Siegfried Lenz im Heinehaus in der Heine-Villa. Da habe ich tatsächlich mit ihm ganz lange gesessen und er hat so einfach erzählt aus seinem Leben. Ich konnte fragen. Es ist mir jetzt nicht daran gelegen, das irgendwie kundzutun, was bei diesem Gespräch entstanden ist. Aber die Atmosphäre war wundervoll. Und jetzt, wo wir ihn betrauern und ihn gehen lassen müssen, kann ich einfach sagen, ich hatte meinen Moment mit ihm. Und Olivia Jones hat ihn ja gerade als schrägen Vogel und bunten Vogel beschrieben. Würdest du ihn auch so beschreiben und wie hat sich das geäußert? Nee, ich fand ihn einen fairen, gerechten, spannenden Mann, bescheiden, der wohl überlegt ist und einfach auf so eine wunderbare Art und Weise schroff ist. Also wenn er freundschaftlich mit dir war, dann konnte man das auch für bare Münze nehmen. Das ist jemand, der sich absolut gerade verhalten hat, ja. Vielen Dank, liebe Jasmin Wagner, nach Hamburg. Und wir haben ja heute in der Sendung auch aufgerufen, dass die Zuschauer uns gerne Videobotschaften schicken können. Wir haben auch aufgerufen, die Großstadtrevier-Hymne zu singen, in Gedenken an Jan Fedder. Und so schön haben unsere Zuschauer diesen Videoaufruf umgesetzt. Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Edelreis aus. Weil der Ede den Schutzmann nicht mag. Jeder fischt gern im Trüben. Und der Schutzmann treibt's ihm aus. Und um die Uhr Tag für Tag. Groß sei, kleine Fische. Im Schatten viel Licht. Ihr im Großstadtrevier. Große Sünden, kleine Schwächen. Das wahre Gesicht zeigt sich hier im Großstadtrevier. Ja, Trauerfeier heute in Hamburg für den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder. Und die Anteilnahme, wie wir eben auch gesehen haben, ist sehr groß. Nicht nur in Hamburg, deutschlandweit und auch bei unseren Zuschauern. Und ein Mann, der auch ein sehr enger Freund und Weggefährte von Jan Fedder war, ist Martin Semmelrogge. Und Sven Kuschel ist noch bei mir. Semmelrogge hat uns auch eine Videobotschaft geschickt, die spielen wir gleich mal ab. Was hatten die für eine Verbindung, die beiden? Ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken, als die Sina gesagt hat, der Semmelrogge kommt, weil er hat uns eigentlich vor einer Stunde ungefähr von Mallorca noch ein Video geschickt. Also irgendwas. Aber die hatten, ja, die sind durch ihre Dreharbeiten zum Boot eng zusammengeschweißt, waren auch in den 80er, 90er Jahren, waren halt Partykumpels, ne? Richtig fette Partykumpels. Und Martin Semmelrogge hat tolle Abschiedsworte ja zum Tod von Jan Fedder gefunden. Er hat gesagt, du geh schon mal vor und halt uns da die Wolke warm. Und ich peile hier noch die 80 an. Wir haben uns das beide vorgenommen, dass wir eigentlich jetzt ein bisschen gesünder leben. Und bei dir war es leider ein bisschen später. Und ja, er hat heute Morgen nicht gezögert und hat direkt die Kamera rausgeholt und hat eben mit dem, wie ich schon gesagt habe, mit dem Bleifreien, das war so ihr Spitzwort für das alkoholfreie Bier, auf ihn angestoßen. Ja, und mit sich selber. Mit sich selber, ja. Und mit diesen Worten von Martin Semmelrogge wollen wir heute auch diese Sendung zur Trauerfeier von Jan Fedder beenden. Und wir schauen jetzt rein in die Worte des guten Freundes Martin Semmelrogge in Gedenken an den TV-Kommissar. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht, hier im Großstadtrevier. Grüß dich, mein Jan.
Ja, der Tod ist nicht der größte Verlust im Leben. Der größte ist, was im Inneren stirbt, während es noch lebt. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir beide damals kurz vor La Rochelle in diesem kleinen, engen, feuchten, dreckigen, voll Dunst dickem U-Boot saßen und auf unser Go warteten. Da sagte sie zu mir, hätte ich jede Frau im Leben flachgelegt, die ich getroffen habe, wäre mein Durst sicherlich nicht so groß gewesen. Also, auf dich, mein lieber Freund. Never give up.